In Auerbach befindet sich die Zentrale, also das Geschäft vom Elektrobüttner, der Arbeitsplatz vom Undercover Boss. Ich bin der Elektrobüttner, Chef vom Elektrobüttner. Der Elektrobüttner ist der fuchtlandweit führende, also einzige Elektrobüttner quasi im ganzen Fuchtland. Der Elektrobüttner Hauptloden, der gleichzeitig aber Ansche ist, wird geführt vom Elektrobüttner und ein paar unterbezahlte Handlanger, die ab und zu mal da sei. Und von seinen Kollegen, die ab und zu, also öfters, also eigentlich immer, auch da sei. Der Elektrobüttner unterscheidet sich von anderen Elektrogeschäften durch seine innovativen Geschäftsideen, nämlich, dass hinter der Theke Bier verkauft wird. Einwandfrei. Mittlerweile besuchen uns mehr als 3 Kunden die Woche und somit erwirtschaftet der Elektrobüttner einen virtuellen Umsatz von mehr als 33.723,48 Euro mehr durch einen reinen Bierverkauf. Aber Umsatz ist nicht alles. Der Wettbewerb ist hart. Der Bierverkaufsmarkt ist auch hart umkämpft. Längst nicht mehr jeder Fuchtländer holt sein Bier beim Elektrobüttner. Der außerfuchtländische Konkurrenz macht sich mittlerweile mehr und mehr breit. Undercover zu gehen bringt mir natürlich jetzt die Möglichkeit, unerkannt Erfahrungen zu sammeln und zu sehen, wie meine Ideen vor Ort umgesetzt werden. Kollege Werner ahnt natürlich, dass so eine Undercover-Mission für einen Elektrobüttner durchaus gewisse Probleme mit sich bringen kann. Naja, wenn der jetzt sieht, wie man das Alvernes quasi für immer sonst wegsaufen und einmal den einen oder anderen Kirsch nicht anschreiben, na, dann wird er vielleicht merken, dass seine Abrechnung nicht ganz so passen kann immer. Naja, und bevor er wieder lamentiert, wir holen uns ja immer mal Kist Werners beim Fressnapf. Es gibt aber auch noch ein anderes Leben vom Elektrobüttner. Abseits von Bierabsatzzahlen und Konkurrenzdruck. Meine Freizeit, die verbringe ich am liebsten mit meiner Familie. Drinne Rio. Wir sitzen dann so rim, trinken Ski oder Wernes und einmal der eine oder andere Flasch Kirsch. Ich bin eigentlich ein ziemlich geerdeter Mensch. Mit meinen Gedanken bin ich immer bei meiner Familie. Prost. Ja. Und ja, meine Frau, die ist halt auch daheim. Die macht den ganzen Tag ihre... Na, der Kies zum Abendbrot. Naja, manchmal eben, wenn überhaupt. Vor seiner geliebten Familie, seiner Frau und seiner Identität muss sich jetzt der Elektrobüttner allerdings verabschieden. Ich wäre jetzt als Elektropförtner, gelernter Pförtner, leider mittlerweile arbeitslos, denn mein Job als Pförtner in der Brauerei in Werneskri ist leider neue Callcenter nach Kraslitz ausgesourced worden und so probiere ich mich jetzt mal in einem ganz neuen Berufsfeld. Aus dem Chef vom Elektrobüttner wird der Praktikant Elektropförtner, ist vollster Abschied von seinen Liebsten und seiner Frau. Mensch, Elektrobüttner, du siehst aber blöd aus. Noch blöder als der Ramona nach ihrer Haartransplantation. So, Frau, ich mach jetzt los, hä? Ja, ist gut. Komm, mach dich hinaus. Aber, eine Verabschiedung. Ach na, ist schon gut. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.